Jetzt bin ich mal gespannt. Strukturelementar. Ich hoffe, die holen sich das direkt einfach selber weg dann. Hoch leben die Wikinger! Holz, habt ihr ganz richtig erkannt? 13.000 Holz. Das lasse ich da liegen. Weil wir das so im Überfluss haben. Strukturelementar. Damit muss ich hier dreimal reinzaubern und dann ist das fertig. Hoch leben die Wikinger! Ist ja unfassbar. Oder? Auch die Nahrung dürfte jetzt deutlich angestiegen sein. Die Wikinger. 13.000 Holz mit einem einzigen Zauber, das ist achtmal so viel wie mit dem ursprünglichen Zauber. Oder so ähnlich. Jetzt gucken wir uns das nochmal für die Nahrungsmenge an. Einfach mal hier oben. Tausche deine Kreatur gegen diese, wenn du willst. Wir wollen die gar nichts haben. Wie sieht es am Tempel aus? Da wollen sie auch ein wenig haben. Machen wir es hier. Hoch leben die Wikinger! Einfach nur mal, um zu sehen, wie viel das bringt. Ja, 5.600 ist okay. Bringt auch schon mal immerhin deutlich mehr als am Anfang. Füllhorn. Hier, habt ihr auch noch mal was? Hoch leben die Wikinger! Ja, die leben da nämlich sehr hoch. Und hier entsteht langsam auch Gebetskraft. Aber dafür brauchen wir noch mehr. Drei Menschen sind hier am Herumzappeln. Nein, die sind am stilvollen Tanzen. Natürlich. Wie sieht es denn hier bevölkerungstechnisch, ja, und auch Dingens haustechnisch aus? 17 Leute schon. Meine Güte, wo kommen die alle her? Also ich weiß es ja. Also ich kann es mir vorstellen, aber es kommt immer so plötzlich. Ist jetzt die Frage, wie wir jetzt hier die ganzen Häuser bauen. Strukturelementar. Hoch leben die Wikinger! Ja gut, ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen hier Gerüste bauen und dann entsprechend den Rest erledigen. Strukturelementar. Die platzieren, aber naja. Müssen wir das tatsächlich alles per Hand? Ich meine, vor allem, was soll das Dorf hier noch größer werden? Das reicht doch vollkommen aus. Das ist schon mehr, als wir brauchen. Sofortreise. Hier, und hier könnt ihr auch mal da eine Reise hinmachen. Die nächste braucht allerdings erst noch ein bisschen. Eine alleine bringt jetzt genau gar nichts. Trotzdem wollen sie Liebe machen hier. Aber guckt euch das mal an, das Gewusel hier. Ist ja unglaublich. Dafür mag ich das Spiel hier. Dass es so ein Wuselfaktor hat. Wie bei einigen anderen Spielen auch. Zum Beispiel bei den Siedlern. Weiß ich nicht, ob es bei den neueren Teilen aus ist, aber zumindest bei den älteren Teilen hier 2 und 3 und 4 und sowas. Warum sammle ich Nahrung? Brauche ich gar nicht. Da war das, ne, immer hier. Ganz viele Leute so auf dem Bildschirm und alle sind rumgelatscht und haben sich bewegt. Ne, wie so ein kleiner Ameisenhaufen. Immer sehr schön. Bringt hier ordentlich Leben rein. Ihr müsst Hütten bauen. Brauchen die hier auch bald, ne? Oh ja, die brauchen auch Häuser. Die brauchen aber auch Holz. Die brauchen alles. Holz. Na. Strukturelementar. Einmal hier das am Tempel auffüllen. Holzbedarf, toll. 25. Ach komm, hier. Dafür rupfen wir ein kleines Sträuchlein auf. Strukturelementar. Aus. Hoch leben die Wikinger. Und der Rest kommt direkt in die Werkstatt rein. Denn da brauchen die das. Kreatur. Hier liegt ein Stein für dich. Guck mal. Soll stark werden. Ach, guck mal, da ist ein versteckter Feuerballzauber drunter. Den brauchen wir ja gar nicht. Leine? Da. Die lila Leine. Leg die mal dahin. So viele Kinder. Kinder, 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 Kinder. Da sind ja schon hier die ganzen Arbeiter, die nichts zu tun haben, deswegen beten die einfach hier im Tempel. Aber spendieren wir denen nochmal ein paar Häuser. Na, ein ganz großes bitte, danke. Da entsteht gleich noch ein zweites Gerüst. Rennen die da jetzt eigentlich alle hin? Ja, hier sieht man schon, aha. Aber die Kerle haben auch nichts zu tun, weil hier, ja, weil hier schon so viel Holz ist. Da können die gar nichts mehr holen. Auch das Haus platzieren wir noch eben schnell hier. Na. Make it Maxi. Das Haus.
Du trägst den Stein. Wollen wir gleich mal anschauen, ob das von der Stärke her was verändert hat. Wir waren das letzte Mal ja ungefähr bei 39% oder 37, weiß ich gerade nicht. Sofortreise. Erstmal kriegen die hier eine Reise geschenkt. Sofortreise. Zack. Ah. Und die kriegen wir auch noch gleich in dem anderen Dorf oben. Aber erstmal gucke ich hier in den Tempel. Guck mal, auch hier laufen die Menschen rum. Ist ja schon schön. Hier. 36 Jahre, Stärke 32. Wahrscheinlich, weil wir zwischendurch nichts gemacht haben. Ich meine, sonst sehen die Werte ja schon ganz ordentlich aus. 21 Menschen, Naja. Kann mich nicht um alles kümmern. Das Schild können wir ihr nochmal beibringen. Haben wir das denn am Tempel? Das Wasser ist auch, warum, ja. Schade, dass das nachlässt. Dass sie das, was sie gelernt hat, na, auch wieder verlernt. Hier ist, kannst du Wasser zaubern. Regen des Lebens. Kreatur. Ja, du willst essen. Ist auch nicht verkehrt. Hier, Wasser. Hoch, leben die Wikinger. Ja, Wasser für die Welt. Und die Felder. Wir haben hier den Geistesschild. Heiligtum. Den kannst du auch nochmal lernen. Ja, das ist auch schön. Hier. Guck mal. Lernst du den? 38%. Ja, bist neugierig. Ja, ist schön. Den brauchen wir aber gar nicht. Machen wir den aber nochmal, damit sie den nochmal lernt. Ein bisschen weiter lernt. Wenn sie denn gerade nicht muss. Aber sie hat ja eigentlich nicht so viel Inhalt da gehabt. Na, sie heilt einfach ein bisschen. Na, so. Kreatur, aber pass doch mal auf. Hier. Ja, sie will gerade nicht. Ah, sie will gegen den Stein. Ja, ob das jetzt unbedingt der sein muss, ist eine andere Frage. Strukturelementar. Aber ist ja okay. Hoch, leben die Wikinger! Bevor sie irgendwelchen Unsinn macht und vermutlich noch unseren Tempel ankackt, machen wir das lieber so. Da. Jetzt darf hier unsere Kreatur nicht hier in die Mitte kommen. Ich meine, wenn sie da nicht rauskommt, kann sie da auch nicht rein. Mal so gesehen. Hier, glauben. Zauberei. Beachtet mich. Was hat sie denn gemampft? Ach, Fische. Oder ein Fischer. Aber da liegt der Unterschied im Wort nicht ganz so auseinander. Daher ist es beides okay. Hier sind sie fleißig auf den Feldern. Wie viel Nahrung da liegt. Wie soll sie denn dann noch schlafen? Sofortreise. So, die Kollegen hier oben kriegen auch nochmal eine Sofortreise. Tausche deine Kreatur gegen diese, wenn du willst. Nein, möchte ich nicht. Aber wie viele Kinder hier auch sind. Ist ja hammermäßig. 19 Leute. Hier brauchen sie bestimmt Häuser. Nö, nicht. 27 von 22, doch, da sollten wir Häuser bauen. Machen wir es so. Da, großes Haus. Die anderen Häuser können wir auch hier oben hinbauen. Bringt auch was. Denn das Dorf geht bis ganz hier hin. Und da sollten mal Leute auch arbeiten. Ne, nicht nur Liebe machen. Auch arbeiten. Bekehrter Baumeister. Ihr könnt später wieder züchten. Bekehrter Baumeister. Ich glaube, die ganzen Leute, die hier in der Bevölkerung sind, sind alles Kinder. Kann das sein? Ja, die müssten ja alle irgendwann mal erwachsen werden. Ein Jahr, sechs Jahre, vier Jahre. Das zuppelt mir nicht so schnell. Acht Jahre. Voll die Übersicht und so. Wir nehmen einfach mal hier noch einen Mensch. Sie heilt freudig vor sich hin. Und machen hier oben nochmal einen Bauarbeiter draus. Bekehrter Baumeister. Schon ist das hier einer von den anderen, von den Japanern. Na, sobald man die umsiedelt, ändern die ihre Nationalität. Tausche deine Kreatur gegen diese, wenn du willst. Nein, möchte ich nicht. Hier wollen sie Häuser haben. Warum? Haben sie nicht genug? Eigentlich schon.
Was ich aber machen möchte, ist hier ein paar Gerüste herstellen. Und zwar nicht nur ein paar, sondern ein paar viel mehr. Wie viele Menschen wohnen hier denn mal? 195! Und ich werde jetzt jedes Mal, wenn das wieder ein bisschen gestiegen ist, so tun, als ob das unglaublich wäre. Es ist ja auch unglaublich. Hier habt ihr Holz. Hoch leben die Wikinger! Ist euch egal, ne? Mir aber nicht. Hier wollt ihr lieber was zu essen haben. Ja, das Weltwunder sieht schon ganz gut aus. Hoch leben die Wikinger! Da sind wir schon ordentlich am Basteln hier. Die brauchen auch kein Holz mehr. Haben wir ja schon für gesorgt, dass alles hier paletti ist. Bei dem anderen können wir noch was rantun. Können wir jetzt eigentlich schon machen. Wir haben da ja... Ach nee, wir haben ja nicht dahin. Wir haben bei dem anderen. Aber wie, zu wie viel Prozent ist das denn schon fertig? 41 erst. Da müsste noch ein bisschen mehr passieren. Aber das kommt noch. Haben wir hier noch irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, außer das, was wir da hinten noch nicht gemacht haben? Wir machen das einfach so. Kreatur, komm her. Kriegst auch mal eine andere Leine an. So, die Lernenleine. Weil du gleich was lernen sollst. Obwohl, sie soll ja auch noch hier den Schutzzauber lernen. Ach, sie soll noch so viel lernen. Die ist doch noch so klein. Füllhorn. Hoch leben die Wikinger. Ja, die leben hoch. Füllhorn. Hoch leben die Wikinger. Wir könnten hier noch 1000 Weltwunder bauen, aber das wäre irgendwie auch ein bisschen Quatsch. Aber nur ein bisschen. Ich hoffe ja mal, wenn wir hier Gerüste nachher in den Strudel schmeißen, in den Vortex, dass sie dann auch auf der anderen Seite ankommen. Bei dem Holz hatte ich immer bisher den Eindruck, dass dort ein paar der Sachen verschütt gehen. Das heißt, die fehlen dann einfach. Wäre ja bei Gerüsten, zumindest bei so einem 7er Gerüst, nicht schön, wenn das einfach fehlt. Wenn es einfach weg wäre. Wir müssen uns aber auch noch mal ein paar Zauber hier konservieren. Wir haben hier diesen wunderschönen Wunderspender. Deswegen heißt er ja so. Füllhorn. Machen wir es mal so. Und jetzt sammeln wir hier mal. Füllhorn. Einfach mal so auf Vorrat, dass wir das Mana hier nutzen. Füllhorn. Damit wir auch ein paar Wunder in die nächste Welt nehmen können. Hier sind sie überall gut dabei. Das ist schön. Von den anderen her brauche ich eigentlich überhaupt keinen Mana. Haben die hier noch den heiligen Stein liegen? Ja, aber der ist ein bisschen schwach. Wir schmeißen ihn auch nochmal hier hin. Vielleicht finden die den ja auch toll. Können sie da auch drum tanzen. Nicht nur immer um den einen, da muss ja auch eine gewisse Vielfalt hier geboten werden. Aber hier sitzen sie einfach in der Gegend rum. Haben nichts zu tun. Tausche deine Kreatur gegen diese. Nein, ich wollte nochmal den Spruch hören, weil der so schön ist. Was wir machen können, wir können ihn nochmal hier ein Feld bauen. Erstmal 7 Stück dahin. Mehr brauchen wir da nicht. Oder mehr können wir gar nicht zusammenstecken. Hier, 2 davon. Und nochmal ein Holzwunder. Strukturinventar. Auch wie das alles läuft hier. Wenn man genug Mana und sowas hat, ist ja schön. Da freue ich mich. Auch das Wetter ist hier wieder tipptopp. Strukturelemente. Alles ist schön. Hoch leben die Wikinger! Eigentlich können wir ja hier bleiben. Ich meine, uns bedroht hier keiner. Alles ist wunderbar. Was sollen wir denn in der fünften Welt? Nur weil der Nemesis ist, dem wir ordentlich mal auf die Nase hauen sollen. Das ist doch kein Grund. Strukturelemente. Müssen wir erstmal wissen, was hier denn die Belohnung ist. Weil einfach so. Nur für die Menschen hier? Dass sie nicht mehr leiden? Ist ja auch albern. Ach komm, wir können hier mal... Na nee, können wir gar nicht. Ist das... die Stärke? Nee, ne? Schwächung, das wollen wir gar nicht. Heiligtum. Ach nee, hier, da. Heilige Stärke. Stärke. Und unsere Kreatur. Ach, die rennt schon wieder weg von da hinten. Hier, guck mal. Kreatur. Hier, genau, bleib stehen. Aha, aha. Also wenn eine Schildkröte stärker wird, beult sich der Panzer weiter nach außen. Alles klar. Ich glaub's auch. Wo kommen wir denn da hin? Ja, kommen wir da hin, wo ich sie hinbringe.
Ich möchte auch noch das andere Wunder hier ein bisschen beibringen. Heiligtum. Das Heiligtum. Ja, damit sie das auch selbstständig machen kann. Hier, gucke mal. Na. Kreatur. Hier. Schau mir zu. Hallo, warum geht das nicht? Ist hier nichts zu schützen? Hallo. Ah. Hat sie das gesehen? Hallo. Hier nochmal. Ich möchte, dass du das lernst. Für den Notfall. 41%. Kannst du den selber machen? Nochmal. Hier, du musst schon ein bisschen aufpassen. Sonst geht das nicht. Machen wir es so. Hier, Leine. Kommst mit in das Dorf. Da zaubern wir das mal um ein Gebäude drumherum, damit du auch verstehst, was es denn eigentlich soll. Da. Ich hoffe, du hast es gelernt jetzt. Nein, sie hat Hunger. Ist ja okay, das war ein Schwein, ne? Ja. Du kommst jetzt aber hier, ne? Einmal noch zaubern. Hallo. Ich hoffe, sie lernt das ja mal. Ich glaube, im Moment hat sie gerade andere Sorgen. Nö. Hier, Schild weg. Verbraucht nur Mana. Und du kommst jetzt endlich mal hier oben hin.